Wer ist hier? Thomas? Grüße. Oh, ich muss ja mal kacken. Das ist eklig. Ich mal erstmal in-game gesprochen. Sehr geil. Wir sind für Prison Ready. Ja, wenn dann live, ne? Und wir haben mittlerweile einen Sandhaufen gebaut und haben unser ganzes komplettes Loot dort reingemacht. Vielleicht können wir dann nachher nochmal zum Schluss nochmal an diese an diesen Sandhaufen ran. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Oder? Was sagt ihr? Ja, sicher. Also bestimmt. Den, den wir in der letzten Folge gefunden hatten. Vielleicht ist da noch was drin. Den beiden Steinen. Genau. Jetzt haben wir uns erstmal so leer gemacht, ja. Also der eine auf Toilette oder ihr beide auf Toilette. Ich habe den Rest in den Sandhaufen reingemacht. Ja. Und jetzt wollen wir mal durch Prison Valley und haben eigentlich nichts zu verlieren, bis auf den Rucksack. Der Rest ist mir eigentlich völlig scheißegal. Aber wir müssen Prison Valley endlich zurückholen und das wird unsere Aufgabe des Lebens sein. Denn wir sind die neuen Ritter von Prison Valley und werden es befreien von den ganzen Ungeheuern und von den ganzen Monstern und von den ganzen bösen Spielern. Oder? Das ist eine schöne Aufgabe, oder? Ja. Aber das ist wirklich ein richtig ekliges Wetter. Man sieht nicht so gut. Man kann zwar weit gucken, aber man sieht nicht gut, ne? Richtig. Guck mal, da unten sind Zombies. Die ganze Reihe ist voll. Keine Spieler zu sehen. Da kommt ein Spieler. Zwei Spieler. Zwei Spieler. Komm zu uns. Mhm. Go your way, man. Go your way. Oh. Ah, ich bin tot. Ich go. Du hoch? Jo. Lauf, wenn du noch laufen kannst. Na, ich lauf jetzt auch. Ich kenne auch, jetzt kommen sie zu mir, zu meiner Leiche. Was hat er denn da für eine Waffe? Muss eine Pump sein. Du schnell tot auf der Entfernung, ey, Hammer. Hat man mich dann in-game gehört? Ja, du hast go ja. Away gesagt. Ohne Spieler, ne? Wir haben beide eine Waffe. Der eine hat nur so getan, als wenn er nur einen Bogen hat. Oh, ich habe einen getötet. Also die sind momentan beide bei meiner Leiche. Also du wirst da irgendjemand anders haben bei dir. Ich hoffe nicht. Na gut, dann gehen wir mal sterben. Mit den Pommes. Und den Thomas. Ah. Thomas ist es schon gewöhnt. Ja. Ich glaube, da unten ist, läuft irgendwas. Irgendwas könnte ein Spieler sein. Hier als oh. Wo siehst du denn da was laufen? Unten an der Mauer rechts. Ja, da läuft einer. Okay, ja. Das ist ein Reh, Mensch, Leute, also ganz ehrlich. Da läuft doch ein Spieler. Da sind doch zwei Spieler, Mann. Ja. Rechts unten. Ja, die rennen in dem Reh hinterher. Ja, siehst du, lass hier mal. Und rechts ist noch ein Spieler, ein dritter. Ja, ich weiß auch nicht, warum wir so offen hier so runterrennen. Weil wir es können. Mann, oh Mann, ey, Mann. Was ist denn eigentlich das Ziel hier? Jetzt. Na, Loot für mich finden. Guck doch mal da hinten. Da gibt's da, Alter, vier Spieler. Leck mich am Arsch, Alter, ich bin weg. Okay, das Ende hier. Guck hin, gehst du nochmal einen Pfeil ab, Alter. Los, rennt! Ich hab einen Pfeil geschossen. Ich auch. Da kommt einer auf uns zugelaufen, guck mal. Ja. Oh, er schießt mit dem Bogen zurück, die Sau. Ey, die Sau. Run!
kann er doch nicht tun. Aber verstecken wir sie drin. Bin in die Imbissbude rein. Ja, ja, das ist mir klar. Gibt's Essen? Ja, Moment, muss ich euch zubereiten. Okay, los, deckt euch. Versteckt euch. Ich setz mich okay, pass auf, pass auf, sie kommen. Ja, super, und ich sitz hier. Toll! Wenn ich jetzt aufstehe, sehen sie mich. Nee, darfst du ja, ich sitz hier auch. Mach Außenperspektive an, die kommen. Nee, ich, zweimal ich sitz kommen. Richtig. Achso. Wir laufen an unserer Bude vorbei. Ja, rennen vorne bei Romeros rein. Aha. Aber es waren ja eigentlich auch vier Mann, ne? Eigentlich. Ja, da fehlen noch zwei. Müsst nicht mal so ängstlich sein, Männer. Eine Axt habe ich und Pistole hoch. Wollen wir sie jagen gehen oder was? Ich hab Knüppel und nichts anderes. Ja, wollen wir sie jagen gehen oder nicht? Gibt's ja nichts ab. Der eine hat einen Moped-Helm auf. Kann er ja. Ich hab auch einen Moped-Helm auf. Und einen Dingsbums hat er dabei. Ey, schnell nach rüber? Thomas? Ja, Thomas. Ich bin schon rüber. Alter, der ist voll der kranke Typ. Ich bin ja schon gewöhnt, ey. Da sind sie. Hab sie gesehen. Oh. Einer läuft auf weiter. Auf der anderen Seite, ja. Geht hinten auch ein Eingang? Ich geh mal hingucken. Die rennen draußen auf dem Parkplatz noch rum, wie die aufgeschreckten Hühner. Der eine kommt in meine Richtung gelaufen. Lass mal hier rein, Alter. Kannst von hinten in den Lagerbereich rein. Ist geschossen auf ihn, kommt auf dich zu. Der schießt auf mich. Oh, die Sau. Hallo, los, dann von hinten rein. Das freut dich, Pommes, wa? Oh. Oh, ey. Ja, aber da drinnen ist auch scheiße, mit Pfeil und Bogen zu schießen. Quatsch. Einmal außen rum und jetzt von hinten die wegnatzen. Ja, das machen wir jetzt, Alter. Ich hier ganz außen rum. Alles klar. Ja, ne? Alter, ich habe einen Spieler gesehen von denen. Dass man hier nicht schleichen kann, ne? Ich hab eine Pistole. Thomas, bist du drin? Ja, ich bin drin. Ich schleiche gerade die Gänge hier noch ab. Vor allem schleichen, Alter. Ich höre dich dreimal hören, Alter. Also hier drin scheinen sie nicht mehr zu sein. Ne, die sind draußen auf dem Parkplatz. Beobachtet die ganze Zeit. Du mit Pfeil und Bogen? Nö. Dann sind die das. Hey Toni, wo bist du? Ich bin im Vordereingang von dem Markt. Also die anderen haben auch eine Knifte. Oh, die ballern hier. Oder? Ja, die ballern vorne auf dem Parkplatz, wie die bekloppt. Ich sehe das ja. Welchen Parkplatz? Vor dem Laden oder was? Ja, rechts davon. Kommt ihr da rein? Das bin ich. Oh, Alter, ist der irre. Ich habe ihn getroffen, ne? Ja? Er ist verwehrt, er sucht mich. Ich finde das geil. Da vorne liegt ein Lootbeutel. Ja, ja, entspann dich. Pommes, du müsstest mir mal sagen, wie weit die jetzt sind. Die sind genau in der Mitte von diesem Laden. Alter, die sind ganz rechts außen. Und die umlaufen mich gerade. Ah ja, ich sehe ihn. Jetzt kommt er hin zu mir. Hinten rum? Ja. Ach, nichts Interessantes drin. Er schießt auf mich, ne? Und er hat mich sogar getroffen, der Arsch. Hey, Toni, wo steckst du? Ich bin hinten rum. Ich bin tot. Boah, hör doch auf. Da sind vier Mann. Vier Mann mit Waffen. Na, ich hab gesagt. Get fucked, you dumb nerd. Die looten mich gerade hinten auf dem Vorplatz. Tja. Er schießt den Toni. Kann ich. Wie kannst du nicht? Ey, wie soll ich das machen, Alter? Ich will nicht sterben, Mann. Oh. Ey, du hast eine Knifte und alles. Ich hab 7 Schuss.
Gegen vier Mann. Hinten sind drei Stück gerade, die mich looten. Die stehen alle gerade um mich rum. Jetzt rennen sie weg. Ja, ich hab's gesehen. Thomas, wo bist du? Bin drin, oben. Kannst du mal vorne ab... Naja, ablenken sollst du ja auch nicht. Das ist doch Selbstmord, was ich mache, ne? Dann tu das doch nicht. Ich hab'n! Yo, dude. There's more of us. Wenigstens den mit der Knifte, oder? What the fuck, this is my friend! What's up? Scheiße, ich bin gleich tot, ne? Mann, renn doch! Ah! Die jagen mich, Alter. Die haben's drauf, Mann. Nur weil wir keine Waffen haben. Ach Mann, Pommes, Alter. Ich weiß nicht, warum ich immer auf dich höre, ey. Bist du auch tot, oder? Ja klar, Mann. Da kann ich auch nichts dafür. Da baute sich hier eine Base. Hier vorne, Alter. Krass, der Typ ist drin jetzt, ne? Wo bist du noch in der Büsche? Ja, ja. Ja, also wir haben Nachbarn. Absolut, ja. Das wird spannend. Das wird spannend. Wir werden hier noch Kriege führen. Ja, ich glaube auch. Vor allen Dingen, die hatten schon eine Tür alles, ne? Ja, bei denen geht's voran, Alter. Ja, vor allem haben wir das ganze Material hier, das verstehe ich nicht. Guck mal, das ist ja Metallwände, ne? Wir bauen das richtig auf dem Fundament. Das Fundament müssen wir auch noch leeren, Alter. Tja, oder hast du das schon? Nee. Wie das geht, weiß ich auch noch nicht. Irgendwie aus Sand oder Stein muss das gehen. Herr Toni, das ist mir zu heikel gekommen. Wo willst du hin? Links umlaufen. Ich würde ja gerne mal gucken gehen, ne? Mal mit denen schnacken, oder? Ja. Die haben es echt auf Fundament gebaut, ne? Alter, sind zwei Kamen, oder? Dreie. Bist du da an der Tür? Ich will vorne, ey. Ich gucke an der Seite durch. Kannst ja mal mit denen sprechen. Hallo, ich grüße euch. Herr der Vernichter. Hello. Hallo. Kennt ihr meine Sprache? Ja, wir beherrschen die Sprache. Sehr gut, dann könnt ihr mir bestimmt auch helfen jetzt. Bevor wir uns hier jetzt gleich alle töten. Soll ja nicht so sein. Sind das Metallwände? Oh, ja. Ja. Wo habt ihr das ganze Material dafür her? Ich meine, weil Scrap Metal ist ja nun mal nicht so doll, ne? Das ist so, du musst, wenn in den Autos spawnt, ist manchmal drin, das Scrap Metal. Und okay. Die Metal Sheet. Okay. Aber das haben wir ja alle schon abgegrast. Ja, das dachte ich mir. Dass ihr das schon abgegrast habt. Und du kannst zum Beispiel mit einer Brechstange kannst du an das Schrottauto gehen und da Scrap Metal abschlagen. Ja, bloß die gibt's halt so wenig hier, ne? Die Brechstangen. Aber hier wird wahrscheinlich auch schon alles gelootet sein, ne? Ja gut, wir waren jetzt, wie lange waren wir jetzt weg? Eine Stunde, eineinhalb Stunde. Ich weiß halt nicht, wer noch da war vorher in der Stadt, keine Ahnung. Okay. Ist aber sehr gewagt hier, dass er die... Das, achso, ja, wie macht ihr das Fundament hier unten? Ich meine, ich habe bis jetzt... Jetzt musst du mit die... da brauchst du eine Metallplatte, einen Stick. Und dann machst du so einen Ground Stamper, Stomper, oder wie das dann heißt. Das ist ja ganz schön riesig groß.
Okay. Aber das kannst du nur auf flachem Terrain machen, also einen Groundstomper. Oder halt das das Ding, das Stelze, das Holzfundament setzen. Okay. Na, muss man mal gucken. Also mit so einem Metallschild oder was? Brauchst du ein Metal Sheet und das kombinierst mit dem Stick und dann bekommst du den Ground Stomper oder Ground Temper. Okay. Na, dann gucken wir mal. Habt ihr jetzt gerade ihn getötet hier? Kann das sein oder war es ein Zombie? Ne, es war ein Zombie, Ja, aber kein Spieler. Also okay. Hier zumindest nicht. Gut, gut. Na, dann werden wir mal gucken, was ihr vielleicht eventuell noch übrig gelassen habt hier. Ja gut, wie gesagt, wir waren jetzt eine halbe Stunde weg, wir waren jetzt nicht mehr draußen. Okay. Wir sind auch eben gestorben, wir sind ja in die Luft geflogen bei uns. Okay, habt ihr schon wieder herlaufen müssen. Habt ihr schon rausgefunden, wie man so ein Sleepback macht oder sowas? Ne, gibt's glaube noch gar nicht, Sleepback. Okay. Gut, und noch was, wenn du eine Base, ja. Wenn du eine Base baust und im Building-Modus drin bist, ja. Guck, dass du mit deiner Wand oder so nicht dein Auto triffst, weil der macht ziemlich bumm. Okay. Oh. Gut zu wissen. Alles klar, ich danke erstmal, ne? Ja, kein Ding. Bis denn. Danke, Männer. Danke, Männer. Ciao. Ciao. Oh, hier ist ein Zombie. Jo, H1-Sieben, herzlich willkommen heute wieder mit dem H1 Pommes. Thomas ist auch hier. Thomas, wie heißt du eigentlich im Game? In Game heißt. Warte mal, bleib stehen. H3R0 Squad. Zero Squad. Und wir haben einen neuen, Dying Fletchman. Ist das richtig? Das ist der Torben. Torben hat sich hier eingemogelt. Die kleine, wie auch immer. Ja, und der Pommes hat was Gutes zu berichten. Das wird er auch selber erklären, was er gemacht hat heute. Nö. Soll ich das machen? Gut. Ja, mach doch mal lieber. Genau. Der Pommes wollte eine Erhöhung machen, richtig? Nein, ich wollte unser Grundstück vergrößern. Ah, so. Er wollte es vergrößern. Ja. Ja. Ich muss mal dafür hochgehen. Oder beziehungsweise an der Seite sehen wir, das ist ja schön. Er hat diese Platte auf meine Platte oder auf unsere Platte raufgebaut. Das ist natürlich blöd. Denn wir müssen das Ganze jetzt auch sprengen. Ist nur passiert durch den Anzeigefehler. Anzeige, genau. Genau, Anzeigefehler. So, jetzt legt er das da oben rauf und wir gucken mal, was mit so einer Sprengung passiert. Würde ich sagen. Hast du schon gelegt oder was? Ja. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob ich... das Ding brennt. Das brennt, ne? Jetzt die ganze Bude geht bestimmt kaputt, ey. Oha. Ey, eine riesige Explosion und alle sind tot. Das kann auch passieren. Tja, wo ist die Frage ist, wie lange dauert das? Vielleicht erschrecke ich mich gleich. Hä? Jetzt brennt's woanders. Ey, die Hütte brennt! Was? Alter, WTF. Was ist das denn jetzt? Du hast das andere angezündet, verdammt. Alter, da unten brennt's auch. Hütte brennt, ne? Jetzt brennt's da unten. Was ist das denn für eine komische Bombe? Eine Brandbombe oder was hast du gebaut? Dann geht mal lieber weg. Ja, macht jetzt hier gleich richtig. Irgendwie qualmt unsere gesamte Hütte gerade oben. Ja, läuft doch. Vielleicht ist noch jemand drinne. Ey, das ist ja richtig Kino hier. Kann ich ja richtig Brombeeren da nebenbei essen hier. Also Blackberries. Will nicht mal einer gucken gehen? Ja, was? Soll ich denn gucken? Du hast... Mit weniger Equip. Boah, es brennt halt, ne? Ich denke, das war eine Bombe. Ja, eigentlich war das eine Bombe. Guck mal halt, wie lange das brennt, ne? Also das war eine umgebaute Landmine zu einer Haftmine. Also. Es brennt auf jeden Fall an der falschen Stelle. Und zwar ist das hier so ein kleiner Campingplatz oder was auch immer das sein soll hier. Ferienhütten. Willst du gucken gehen? Ferienhütten am See. Was ist denn jetzt hier? Er möchte gern reden mit dir, Thomas. Wer hat da stehen? Ja. Ich will aber nicht mit ihm reden. Ich glaube, er ist mehr zwischen den Schüssen hier. Ne? Alter, was ist mit ihm? Glitch. Was macht der denn hier? Ah, Alter, der ist hier am Boden. Speedhacken da dran. Irgendeiner beißt sich hier. Wow. Ja, okay. Komm ein paar gerade an. Ja, vielleicht gibt's ja hier Loot, wenn hier so viele Zombies kommen, ne? Oh, jetzt rennt er auch so schnell, ne? Ja, wird dunkel, Alter, der hat Hunger. Es sind richtig viele Zombies, ne? Pass mal auf, wir machen mal folgendes. Ich renne mal kurz durch hier. Ja, ich, und ihr... Ja.
Und ihr geht mal looten, okay? Das ist noch. Warum töten wir die Zombies nicht? Na, wenn die immer wahrscheinlich wieder spawnen. Oh, ist ja richtig gut. Morgen! Hallo! Sammel. Wir nennen das, das ist... Oha, was machst du? Was aber mal? Das sind meine kleinen Enten! Ich würde sie gerne eine Granate haben, ne? Machen wir alle Geräusche. Komm, ihr sollt looten, Mensch. Warum das denn? Weil ihr looten sollt. Bevor ihr mich trifft. Na, ihr denkst, ich sammle hier. Naja, macht was ihr wollt. Aber wir, ihr trefft mich alle. Ich bin schon am Looten. Ah, sehr gut. Und am Looten. Ja, das ist nicht gut. Aber das sind die blöden Hütten, wo man nie was findet. Kann ich euch sagen. Ah, die rennen ja. Wer hat denn jetzt die Zombies da? Hallo, das sind meine Kinder. Hallo. Komm zu Papa. Komm, wir gehen, ich renne mal nach Pleasant Valley. So, hier in den Hütten ist nichts drin. Habt ihr alles? Hier ist nichts. Hier gibt's nix. Okay. Na, dann laufen wir weiter. Hier ist eine Axt. Nee, das ist das. Schon mal was. Nimm mit. Oh, jetzt. Da will einer was von mir. Ey, Mann. Gott. Oha. Soll er den eine? Bei mir wollen... So. Fahren hier. Ich geb dir deine Kinder hier. Oh, Mann, hier. Viele hier. Was willst du mir geben? Moin. Also, mein Freund, das müssen wir noch mal üben, ne? Ja. Was ist denn hier los? So, wo wollen wir jetzt hin? Wir müssen die jetzt irgendwie wegmachen. Ja, wir brauchen es. Komm, lauf ein Stück.